wohl seine. Was machen wir? Gehen wir noch eine Runde durchs Schloss? Ja, wo? Ein bisschen gucken. So, heute sitzen wir nochmal in kleinerer Runde zusammen. Wir wollen heute in die Tiefe gehen, in die Tiefe der Freimaurerei, Mythen und Legenden oder was ist wirklich dran an Verschwörungstheorien. Magst du uns nochmal ein bisschen was erzählen? Wie ist denn das eigentlich so entstanden? Was ist eigentlich der Sinn der Freimaurerei? So ein paar Sätzen. Freimaurerei möchte ich mal bezeichnen als Geisteshaltung, als großes philosophisches Gebäude, dass sie die Urwahrheiten der Menschheit trägt, tragen kann, realisieren kann. Das heißt, man muss wissen, was ist die Schöpfung, was ist das Verhältnis Gott zu den Menschen, wie ist die Schöpfung bewirkt worden, was war vor der Schöpfung, während der Schöpfung und was ist heute innerhalb der Schöpfung. Wie funktioniert die Welt? Wer regiert die Welt? Was hält diese ganze Welt zusammen? Das ist das Geheimnis, was die Freimaurerei trägt. Und im Mythos und im Symbol und im Ritual aufbewahrt und auch darstellt. Wer es erkennen kann, der ist der Glückliche dabei. Eine wirkliche Vermittlung dieser Wahrheiten, dieser Lehre gibt es in der Freimaurerei nicht. Man hat nur die Möglichkeit, es dort zu erkennen. Also man hält es sozusagen vor der profanen Welt zurück und gibt es dem Suchenden, der auf der Suche ist, der sagt, ich möchte diesen Weg gehen, dem wird das über die verschiedenen Grade mitgeteilt. Richtig. Und wer auf dem Weg sich strebend bemüht, den können wir erretten. So, du selber bist ja im York-Ritus. Magst du vielleicht kurz mal erklären, was ist denn der Unterschied vom York-Ritus zu verschiedenen anderen Freimaurerzweigen, zum Schotten-Ritus, zum schwedischen System, Großer Orient? Es gibt verschiedene Systeme oder Lehrarten oder Obedienzen in der Freimaurerei, die alle beginnen mit der sogenannten Johannesmaurerei oder der Blauen Maurerei. Dort, das ist sozusagen ein Sammelbecken von interessierten Männern, die sich geistig entwickeln wollen, die auch ein Geheimnis erfahren wollen. Und da wird das Geheimnis in einer Bauhüttentradition und Bauhüttensymbolik dargestellt und findet auch nach drei Graden ein Ende. Es gibt auch Johannes Lehrling, Johannes Geselle, Johannes Meister und dann ist Schluss. Damit kann sich auch ein Freimaurerbruder begnügen und sagt, ich bin jetzt am Ende meiner Erkenntnisse, das reicht mir, ich gehe nicht weiter. Danach gibt es die sogenannten Hochgrade, die geheim gehalten werden, teilweise, bei Eif und der M zum Beispiel. Im schwedischen System, das heißt im christlichen Freimaurerorden, wird das überhaupt nicht geheim gehalten. Da wird dem Suchenden oder dem jungen Bruder schon von vornherein mitgeteilt, es geht noch 10 Stufen weiter. Das ist die Johannesloge, die Andreasloge und das Kapitel. Und innerhalb dieser Hierarchie, innerhalb dieser Ordnung, hört im gesamten System, im Lehrsystem, irgendwann einmal die Freimaurerei auf. Dann gibt es keine Freimaurerei mehr, dann gibt es keine Bauhüttentradition, dann beginnt eine Templertradition. Und dann leben die Freimaurer ein templerisches Ideal, was auch die Templer leben. Und da geht es um das Wesen, um die Inhalte, die dieser Templerorden einmal bewahrt hat, die Inhalte, die symbolischen Inhalte der Bundeslade beispielsweise. Es erscheint auch ritualmäßig an sehr vielen Stellen und fast in jedem Ritual die Bundeslade, einschließlich aller Gegenstände, die einmal da drin gewesen sind. Sie erscheinen natürlich nicht, wie in der Bibel beschrieben, als Mannerschale und als Aaronstab und als Gesetzestafeln. Die Gesetzestafeln können durchaus mal durch ein geöffnetes Buch dargestellt sein, der Aaronstab durch ein Schwert, was vielleicht dann auf dem geöffneten Buch noch liegt, eine Schale, ein Gefäß, Vereinigungsgefäß oder ein Gralsgefäß als Mannerschale und eben die höchst wirkenden Symbole, die für die Menschheit wichtig sind und die Freimaurerei auch bewahrt,
und die sich darstellen in Winkelmaß und Zirkel. Und die Freimaurerei öffnet sich gegenüber der Welt durch zwei Symbole, nämlich durch Winkelmaß und Zirkel, was man durchaus öffentlich sieht. Viele Freimaurer haben so einen Anstecker hier oder über Freimaurerlogen sind ganz große Symbole, Winkelmaß und Zirkel angeordnet. Manchmal ist dazwischen noch ein G. Und dieses Winkelmaß und der Zirkel ist eigentlich das ganze Geheimnis der Freimaurerei und umfassend dargestellt. Wobei man dann sagen kann, wenn Sie ein Geheimnis haben, dann hängen Sie es an jede Wand und jeder kann es sehen und wir verbergen dieses Geheimnis. Aber nicht jeder kann es verstehen. Das ist der Punkt. Man kann es nicht verstehen. Und um das zu verstehen, begibt man sich eben in das Lehrsystem und lässt sich einweihen. So eine richtige Einweihung dauert schon 10 bis 15 Jahre, damit man fähig ist und in der Lage ist, und auch resonant ist für eine Wahrheit, die man nicht erwartet. Und das Ergebnis entspricht nicht dem, was uns von Kind auf begegnet, in der Schule, in der Kirche oder sonst was. Das Ergebnis ist völlig anders, aber es ist die Wahrheit. Und wenn man dieser Wahrheit gegenübersteht, dann muss man sie akzeptieren und sagen, es ist tatsächlich so. Warum wurde ich mein Leben lang betrogen? Das heißt, man braucht aber auch die Zeit des Aufbaus, der Schulung, um dann mit dieser Wahrheit, die man gar nicht erwartet, fertig zu werden, resonanzfähig zu werden. Ja. Und vor allen Dingen die Bereitschaft und die Toleranzfähigkeit. Das heißt, wenn man der Freimaurerei begegnet, dann wird man immer darauf hingewiesen, dass man einer toleranten Gemeinschaft angehört und dass man tolerant sein muss. Dass die Freimaurerei undogmatisch ist, dass die Freimaurerei überhaupt kein Dogma hat. Und das ist schwierig zu verstehen. Wie kann man ein in sich geschlossenes philosophisches System aufbauen, wiedergeben, bearbeiten, darin leben, wenn da kein Dogma ist? Und wir halten uns an Dogmen, wir halten uns an Glaubensbekenntnissen, da haben wir eine sichere Grundlage. Und wenn wir hören, bei den Freimaurern gibt's das alles nicht. Die haben keine Grundlage. Wie schweben die in ihrer Standpunktlosigkeit oder in ihrem undogmatischen Verhalten zu ihrem Ziel? Sie haben doch Ziele, sie haben doch Geheimnisse, sie haben doch echte Wahrheit. Auf dieses Ziel würde ich gerne mal zu sprechen kommen. Nach außen hat man nun den Eindruck, dass die Freimaurer ein rein humanitärer Verein ist, sage ich mal, der nur hehre Ziele hat. Und es gibt ja Autoren wie Stefan und mich, die nun auch aufzeigen, dass es eine andere Seite dazu gibt, ist ein geheimen Bereich, der eben auch mit diesem Winkel zu tun hat. Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne ein Zitat mal anführen, das uns vielleicht mal zeigt, auch von einem Freimaurer selber, und zwar aus einer ungarischen, interessanterweise sind an der ungarischen Grenze gerade, aus einer ungarischen Freimaurerloge. Und da heißt es, gewiss habt ihr auch schon gehört, dass die Logen viel Gutes tun. Die profane Welt weiß von ihnen kaum mehr, als dass in den Logen Wohltätigkeit geübt wird. Nun, daran ist etwas Wahres, liebe Benjamin-Brüder. Doch Profane und Freimaurer täuschen sich gleichermaßen, wenn sie glauben, das sei die Hauptarbeit der Logen. Die Freimaurerei ist nicht dazu da, die Menschheit mit milden Gaben zu betören, das überlässt sie den Wohltätigkeitsvereinen, sondern sie trachtet als philosophische und progressive Institution danach, die profane Gesellschaftsordnung als letzte Ursache des Unglücks zu beseitigen und dass ihren Platz die freimaurerische Staats- und Gesellschaftsordnung einnehme. Wie kann man das ausdrücken? Die wollen die profane Welt beseitigen. Ist das eine... Zunächst hört sich das schon ungeheuerlich an, dass er sagt, wir sind hier eine Gemeinschaft und wir beseitigen die Gesellschaft. Wir wirken nicht karikativ, das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wir leben diese Menschenliebe nicht. Es gibt Institutionen in der Freimaurerei, die viel Geld sammeln und Stiftungen unterstützen, aber es ist tatsächlich nicht die Aufgabe der Freimaurerei, karitativ tätig zu werden. Da gibt es Organisationen, die sind da wesentlich wirkungsvoller als die Freimaurer. Ich sage das mal so, es gibt ja auch eine christliche Freimaurerei. Da ist man Freimaurer und Christ gleichzeitig. Christ ist man immer für andere. Und Freimaurer ist man immer für sich selbst.
Freimaurer muss man aber notfalls, wenn man das Ziel verfolgt, muss man Freimaurer auch möglicherweise mal gegen sich selbst sein. In der Veredelung, wenn wir moralisch, ethisch uns richtig verhalten wollen in der Menschheit oder in der menschlichen Gesellschaft, versuchen wir am eigenen Stein zu arbeiten, uns zu veredeln als Mensch, liebevoll dem Nächsten gegenüber zu sein, verständnisvoll, nichts Böses tun. Und in dem Sinne könnte ich verstehen, diese Aussage, wir müssen die menschliche, profane Gesellschaft beseitigen. Das heißt, wir müssen sie auflösen in ihrer Profanität, in ihrem aktuellen Verhalten, sich gegenseitig zu betrügen, sich gegenseitig zu bekriegen, sich auszurotten, sich gegenseitig weh zu tun, zu übervorteilen. Diese Gesellschaft muss ausgelöscht werden. Also sie hat schon ein klares Ziel, das heißt eine neue Gesellschaftsform, eine neue Staatsform auf diesem Planeten zu etablieren. Es gibt den Begriff die neue Weltordnung, Novus oder Seclorum, ihr findet es auf der Dollarnote. Das heißt, unser Ziel ist ein langer Plan, eine neue Struktur und ein neues Weltsystem aufzubauen. Kann man das so sagen? Und es kann ja auch kein Geheimnis sein, wenn die Freimaurerei es selbst auch so äußert. Ich habe vielleicht noch ein zweites, was ich dazu fügen könnte. Es soll nur eine einzige freimaurerische Regierung für die ganze Welt eingesetzt werden. Es soll nur ein einziges unsichtbares Oberhaupt geben. Von ein Zitat aus einer Freimaurerzeitung aus dem Jahre 1873. Also das ist eine klare Aussage. Ja. Ne? Und halte ich auch für gut, wenn man das positiv betrachtet. Es klingt immer so hervor, wir bauen eine Herrschaft auf und unterjochen die ganze Menschheit und haben eine unsichtbare Führung, die alles kontrolliert. So wie wir es kennen bisher in der Welt. Das wollen wir aber nicht. Der Mensch soll ja in freier Willensentscheidung sich zum Guten entscheiden. Irgendwann hat der Mensch mal im Paradies vom Baum der Erkenntnis gegessen und hatte die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und sich auch in freier Willensentscheidung für den guten Weg oder für den bösen Weg zu entscheiden. Und wenn der Freimaurer sich richtig entwickelt, dann muss er dieses böse Prinzip erkennen. Wir können dieses böse Prinzip gar nicht einfach so erkennen. Das müssen wir lernen. Dazu müssen uns die Augen geöffnet werden. Und wenn wir diesem bösen Prinzip begegnet sind und das böse Prinzip erkannt haben, dann werden wir die Macht dieses Bösen respektieren müssen. Wir werden es erkennen müssen und sagen, wir entscheiden uns nicht für diese Richtung. Wir beachten diese Richtung und gehen einen Weg, der geradlinig ist zwischen Vernunft und Gewissen, zwischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Der Mensch hat Möglichkeiten, etwas zu tun, in seiner Kraft, in seiner Erkenntnis, aber er muss immer abwägen, darf ich das tun, was ich kann? Und er entscheidet sich zu einem mäßigen Weg und nutzt seine Fähigkeiten nicht, er wendet seine Fähigkeiten nicht an, weil es zum Wohl der Gemeinschaft, zum Wohl der Gesellschaft besser ist, wenn er es nicht machen würde. Und das sehe ich als freimaurisches Verhalten und das symbolisiert auch immer Winkelmaß und Zirkel. Das Winkelmaß symbolisiert die Gesetzmäßigkeit, die Notwendigkeit, die Starrheit des Gesetzes, das richtende Gesetz und so ein Zirkel, den kann man ja öffnen und schließen, man kann den Winkel ändern. Da ist eine gewisse Toleranz möglich drin, eine Toleranz drin, eine Barmherzigkeit. Das heißt, ein Gesetz kann niemals funktionieren ohne diese Barmherzigkeit. Deshalb gibt es in der Rechtsprechung ja immer den objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand. Objektiv hat irgendein Täter etwas verbrochen, gestohlen, jemanden verletzt. Und vom objektiven Tatbestand her muss er bestraft werden, so wie es im Gesetz steht, 3 Monate, 10 Jahre lebenslänglich. Aber dann ist noch der subjektive Tatbestand. Warum hat er es gemacht? Warum hat er es so gemacht? Warum hat er es zu diesem Zeitpunkt gemacht? Und beides muss man abwägen. Das heißt, der Freimaurer oder der Mensch
muss sich immer zwischen Winkelmaß und Zirkel befinden, zwischen der Notwendigkeit und der Möglichkeit, zwischen Vernunft und Gewissen. Und wenn er sich immer zwischen Winkelmaß und Zirkel befindet, dann handelt er richtig, dann handelt er gut, dann handelt er abgewogen, mäßig, vorsichtig, mit Bedacht, behutsam. Das ist der Weg des Freimaurers, der natürlich sehr oft missdeutet wird, weil der Freimaurer ja sich auch ganz intensiv um das sogenannte böse Prinzip kümmert, um den Widersacher. Wobei der normale Mensch, der profane Mensch von der Erziehung her angeleitet wird, man darf nur das Gute machen und irgendwo ist das Böse, der Teufel, wie immer er es aussieht. Dem begegnen wir zwar immer, aber es wird uns nicht vermittelt, wie er aussieht, wie er heißt, wie er sich verhält, wie er in Erscheinung tritt. Er ist noch da, da darfst du nicht hingehen. Das Böse darf man nicht machen. Das Böse ist aber auch lustvoll, das ist aber auch schön und man fühlt sich dahin geneigt. Und diese Neigung kann man nur überwinden, wenn man sie kennt. Man sagt ja, dass die Freimaurerei hat ja eine große Wandlung vollzogen. Früher war sie tatsächlich ein Verein, der auch nur Heeres angestrebt hat. Dann gab es die Geschichte mit Adam Weishaupt, der ja damals versucht hat, einmal die Freimaurerei zu infiltrieren, aber später auch ein System darüber hinaus etabliert hat, das Illuminatensystem, und sozusagen ab einem bestimmten Grad oder ab Ende der offiziellen Hochgrad-Freimaurerei die Wissenden weiterzuziehen in ein anderes System. Kannst du das bestätigen? Ja, diese Entwicklung hat es gegeben und das läuft natürlich dem freimaurerischen Gedanken entgegen. Ein Freimaurer ist immer ein freier Mann, der undogmatisch Wahrheiten leben will und leben kann. Und wenn ein System wie von Adam Weishaupt übergestülpt wird mit Oberen, mit Observanzen, das heißt mit Unterordnung und Entgegennahme von Befehlen, die oft unverständlich sind, aber einfach blind im blinden Gehorsam durchgeführt werden, das ist keine Freimaurerei, denn da ist ja keine Befreiung. In der Freimaurerei muss man ja die Befreiung des Menschen sehen können, das ist das Ideal. Wenn das Ideal aus irgendwelchen Gründen nicht gelebt wird oder nicht gelebt werden kann, weil es im Moment nicht erkannt wird, weil irgendwelche führende, charismatische Führer die Menschen verwirren. Auch ein Freimaurer ist nur ein Mensch und ist leicht geneigt, auf dem Weg zum Guten sich zu verirren und er wird fehlgeleitet. Und deshalb gibt die Freimaurerei immer Hinweise, wo der richtige Weg ist, dass man das beobachten kann, dass wir immer überprüfen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob wir uns zwischen Winkelmaß und Zirkel befinden und recht bewegen, ne? Recht bewegen, richtig. Ja. Und wenn man da keine Anhaltspunkte hat über Mythen, über Symbole, über Rituale, dann fällt man schnell auf irgendwelche charismatischen Führerpersönlichkeiten herein und glaubt ihnen und folgt ihnen. Und das ist das eigentliche luziferische Prinzip, denn Luzifer, dieses dunkle Prinzip, ist wirklich vorhanden. Und wer es nicht erkennt, der folgt diesem Prinzip und ist aber subjektiv überzeugt, dass er das Richtige macht. Und das ist die große Gefahr. Und dieser Gefahr verfällt die Menschheit, weil sie nicht ausgebildet ist und weil der Menschheit die Weisheit vorenthalten wird. Deshalb ist sie auch leicht steuerbar. Und wenn in Ungarn dieser Logenbruder sagt, wir müssen diese Gesellschaft beseitigen, das heißt nicht, dass wir sie mit Feuer und Schwefel oder sonst was vernichten müssen, sondern wir müssen diese Form der Unwissenheit beseitigen, damit die ganze Gesellschaft frei ist. Dass die ganze Gesellschaft erkennt, wo sind die bösen Führer, die uns verleiten, die unsere Kinder in die Kriege schicken, wo wir unsere Kinder schlachten lassen müssen und die sind noch stolz darauf, dass sie geschlachtet werden. Das darf nicht sein. Das ist falsch. Das muss falsch sein.
Und ob das unter dem Namen irgendeines Patriotismus oder irgendeiner Ideologie oder einer Religion verbrämt ist, ist völlig unwichtig. Wenn Menschen geopfert werden, wenn Menschen übervorteilt werden, egal ob da eine Religion hintersteht oder eine Politik, das muss falsch sein. Das darf gar nicht richtig sein. Du hast eine Spinne auf der Brille. Ich spinne. Ich habe schon gemerkt, der spinnt hier. So, wir wechseln jetzt gleich über. Wir arbeiten ja symbolisch, ne? So, gut. Das heißt, man muss differenzieren zwischen der klassischen Freimaurerei und diesem Illuminatensystem. Es ist ein großer Unterschied. Siehst du das auch so? Wir können sagen, das Illuminatensystem war eine Episode in einem Teilbereich der Freimaurerei. Der aber heute noch existiert. Der existiert heute noch, ja. Jetzt gibt es ja die Behauptung, dass die oberste Kraft der Freimaurerei Luzifer wäre. Was sagst du dazu? Ist es falsch? Nein, einerseits ist es falsch, wenn dadurch der Eindruck hervorgerufen wird, würde die Freimaurerei unterliegt der Herrschaft Luzifers und die Freimaurerei unterwirft sich Luzifer. Wichtig ist, dass die Freimaurerei Luzifer akzeptiert als Macht, als notwendige Macht und eine Macht, die nicht zu beseitigen ist, die aber kontrollierbar ist oder kontrollierbar wäre, wenn man sie erkennt. Das heißt, Luzifer ist nach Aussage der Freimaurer der Herr der Welt? Ja, nicht nur nach Aussage der Freimaurer, auch nach Aussage der Bibel. So wie Jesus in der Wüste die Begegnung. Ja, richtig. Jesus ist in der Wüste, in den 40 Tagen, als er in der Wüste war, dem Satan begegnet. Und der Satan hat gesagt, wenn du mich anbetest, übergebe ich dir die Macht über die Welt. Dem hat Jesus nicht widersprochen, weil es so ist. Und Jesus hat auch gewusst, ich brauche mich nur niederbeugen und ich bekomme die Macht und ich bin der Chef, der Herr der Welt. Und dieses Angebot hat er abgelehnt. Er hat also akzeptiert. Eine großartige Tat. Er hat es anerkannt, es war ihm bewusst. Es war ihm bewusst. Es war ihm bewusst, dass er dem Herrn der Welt gegenübersteht. Und der Herr der Welt ist der Herr der Schöpfung, der Werkmeister. Der große Architekt. Wie sieht die Freimaurerei wo sieht sie ihren Auftrag darin in Verbindung zu Luzifer? Da gibt es so einen Zweck. Da muss ich mich vorsichtig ausdrücken. Wenn wir sagen, die Freimaurerei, dann meinen wir die Freimaurer. Die Freimaurer sehen irgendwas, ein Prinzip oder sonst was. Also sicherlich nicht die unteren Graden. Die Freimaurer sehen es nicht. Aber die Freimaurerei insgesamt bewahrt diese Erkenntnis und kann diese Erkenntnis vermitteln und vermittelt sie auch, aber nicht in Form von Schulung, sondern in Form von Mythen und Symbolen. Und der Freimaurer, der das aufmerksam beobachtet, das, was er macht, Ritual, Symbol und Mythos, kann erkennen, um was es geht. Wenn ein großer Teil der Freimaurerbrüder das nicht erkennt, ist es nicht die Schuld der Freimaurerei. Und da müssen wir differenzieren, denn wenn ich jetzt irgendwas behaupte, da ist ein luziferisches Prinzip in der Freimaurerei, was wir realisieren, was wir erkennen, was wir tragen, dann wird 90% der Brüder sagen, dann wird's erstmal missverstanden. Es stimmt nicht. Der erzählt ja sonst was. Wir würden uns niemals mit Luzifer abgeben, was ich nicht erkenne. Der Grad der Erkenntnis auch noch nicht erreicht ist. Nämlich der obere. Richtig. Es geht um bestimmte Erkenntnisgrade und deshalb braucht man in der Freimaurerei, um einen hohen Erkenntnisgrad zu erreichen, so um die 10 bis 15 Jahre. Das dauert schon eine Zeit. Das kann nicht einfach vermittelt werden und man kann eine Initiation oder eine Einweihung nicht kaufen. Aber es gibt ja eine Geschichte, wie du schon sagtest, einen Mythos, um die Entstehung Luzifers und wie er zur Erde kam sozusagen, wie er Herr der Welt wurde oder Herr der Materie Ja, das ist ja auch schon platonisches Denken. Wenn man sagt, in der Philosophie, bevor die Welt entstanden ist, gab es ja nur Gott.
Der ganze Raum oder was als Raum man denken kann, Raum und Zeit oder was auch immer, war erfüllt von Gott. Und außer Gott gab es nichts. Und dann hat Gott sich auf einen Punkt in sich selbst zurückgezogen. Symbolisch ist das ein Kreis mit einem Punkt. Die Gottheit hat sich in sich selbst zurückgezogen. Da gab es jetzt einen Raum, dadurch, dass er sich auf sich selbst zurückgezogen hat, hat einen Raum geschaffen. Es war aber nur der Raum und im Zentrum Gott. Gott ist Geist, in Ewigkeit unerschaffen, unfassbar, nicht erreichbar, ohne Zeit, ohne Schöpfung, ohne das Sein als sich, was an sich, was niemals geworden ist, was niemals erschaffen worden ist. Und diese Gottheit hat sich dupliziert, geklont und hat sich selbst gegenübergestellt als sein Bild. Nun hatte Gott als unerfassbare Göttlichkeit, was wir nicht denken können, sich ein Bild erschaffen und hat sich selbst sich gegenübergestellt. Und in diesem Bild hat er den Menschen erschaffen, den Urmenschen, dem Adam, Katman oder wie auch immer man ihn verstehen will. Jetzt gibt es keine zwei Götter, sondern einen Gott, der sich emaniert hat, gespiegelt, der sich selbst als Bild gegenübersteht. Und im modernen Sprachgebrauch können wir vielleicht sagen, hat sich geklont. Der Klon kann ja außer sich selbst nichts denken. Wenn der Klon auch Gott ist, kann er nur sich selbst denken. Dann weiß er, ich bin Gott. Er kann nicht anders denken als sein Ursprung. Und dieser Gott, der in diesem Bild entstanden ist, der Urmensch oder was wie auch immer er bezeichnet wird, empfindet sich logischerweise selbst als Gott und unterscheidet sich von der ersten Ursache nur dadurch, dass er erschaffen ist. Das Urprinzip ist in Ewigkeit unerschaffen. Aber dieser Gott, dieses Bild, dieser Klon, ist zwar, da gibt es keinen Unterschied zum Ursprung, nur der eine, er ist erschaffen. Und alles, was erschaffen ist, trägt in sich die Möglichkeit zum Irrtum. Und das war der Ursprung, dass eben dieses Bild als Gott abgefallen ist von seinem Ursprung, sich immer tiefer nach unten bewegt hat, sich immer mehr materialisiert hat und wurde zu einer werkstellenden Gottheit. Eine Gottheit, die mit Materie arbeiten konnte. Der Urgott, das Urprinzip, was über allem steht, was wir nicht erfassen können, kann nicht mit Materie arbeiten. Jetzt gibt es in dieser Materie, in diesem Schöpfungsprozess durch das Bild auch ein Gott. Auch ein richtiger Gott von dem Urgott. Aber ohne Bewusstsein, dass er erschaffen ist. Er schafft die Materie, hat in sich diesen göttlichen Funken seines Ursprungs, arbeitet aber in der Materie, vergisst oder weiß, kann gar nicht wissen, dass er einen Ursprung hat, hält sich für Gott, arbeitet in der Materie und das, sage ich mal, könnte das luziferische Prinzip sein. Weil er mit Materie arbeitet, wer mit Materie arbeitet, ist der Materie und der Gesetzmäßigkeit der Materie auch unterworfen. Dieses Machtprinzip, dieses energetische Prinzip, diese Gottheit arbeitet mit Materie, lebt durch die Materie, in der Materie, ist der Herr über diese Materie, aber er kann diese Materie nicht mehr verlassen. Er kann zu seinem Ursprung nicht zurückkommen, weil er sich nicht erinnert. Er kennt ihn nicht, er kennt seinen Ursprung nicht. Wolfgang, ich möchte... Lass Sie ganz, ganz kurz bitte. Ja. Das ist wichtig und da ist der Plan, wie ich es verstanden habe, durch meine Forschungen, dass die Freimaurerei ihm durch die neue Weltordnung den Tempel baut, indem er sich selbst erfahren kann. In gewisser Weise ja. Also dann sagen wir mal ganz, ganz vorsichtig so. Wenn wir dieses Prinzip, dieses schöpferische, werkstellende Prinzip erkennen können, diese Gottheit, und wir irgendwo aufgefordert sind, einen Tempel zu bauen. Die Freimaurer arbeiten immer an einem Tempel, an dem sogenannten Salomonischen Tempel. Sie müssen diesen Salomonischen Tempel bauen.
Und im Laufe der freimaurerischen Entwicklung erfährt der Freimaurer, dass dieser Tempel keinen Bestand hat, dass er wieder zerstört wird, so wie in der Bibel beschrieben ist. König Salomon hat diesen Tempel bauen lassen. Aus ganz bestimmten Gründen konnte er ihn nicht bauen und musste ihn bauen lassen. Ist aber zerstört worden. Und dann ist das Volk Israel nach Babylon geführt worden, dann sind sie von Babylon zurückgekommen, haben ihn wieder aufgebaut, dann ist er wieder zerstört worden. Dann ist er nachher bei Herodes wieder aufgebaut worden, wurde aber auch nicht akzeptiert, wurde aber auch wieder zerstört. Das heißt, dieser Tempel wird immer wieder zerstört und die Freimaurer bauen einen geistigen Tempel und auch dieser geistige Tempel wird immer wieder zerstört, aber weil er ein Ideal darstellt, wird auch immer wieder aufgebaut in der Hoffnung, wenn dieser Tempel fertig ist, dass er so aussieht wie der Tempel von König Salomo, nämlich als Sitz Gottes. Und in diesem Tempel gab es ein Allerheiligstes, das war dunkel. Und in dieser Dunkelheit wollte die Gottheit einen Ruhesitz haben. Und nur in dieser Dunkelheit ist auch nach der Überlieferung der Bibel die Gottheit zu den Menschen gekommen. Und der Hohepriester durfte dann durch den Vorhang und ist hinter dem Vorhang in diesem dunklen Raum, in dem Allerheiligsten, dem Gott begegnet. Das bedeutet, dieser Gott kommt aus den geistigen Bereichen durch den Tempel in die Materie und wird dann aus dem Tempel herauskommen und die Materie betreten. Das ist der Zugang, das ist sein Tor zur Materie, das Tor zur Welt. Und weil die Menschheit diese Gottheit braucht, weil diese Gottheit zum Wohle der Menschheit wirkt, versucht sie, diese Gottheit immer wohlgesonnen zu machen und abzustimmen mit Rauchopfern oder was auch immer. Aber dieser Gott soll in diesem Tempel Platz nehmen. Es ist aber eine schöpferische Gottheit. Es ist das Prinzip der Materie. Das Prinzip, das Lebensprinzip, was hinter der Materie steht, es ist nicht diese Urgottheit, sondern die Gottheit, die selbst gefallen ist in die Materie. Und jetzt versuchen wir als Mensch oder als Freimaurer oder alle, die Ordnung im Geisterreich wiederherstellen wollen, diese Gottheit so einzustimmen, dass sie im Tempel Platz nimmt. Und wenn sie im Tempel Platz nimmt, dann hat sie von sich aus die Möglichkeit zu erkennen, dass sie selbst erschaffen worden ist. Das heißt, Luzifer als hellster Engel, der schönste Engel, den Gott jemals erschaffen hat, den können wir ja nicht einfach so als das Böse bezeichnen, wenn Gott ihn als seinen schönsten Engel geschaffen hat. Das steht uns gar nicht zu, das zu werten. Ist ja auch immer eine Frage der Bewertung, ja. Weil nichts ist von Natur aus schlecht. Jeder ja eben. Und wenn Gott diesen Luzifer-Engel als seinen schönsten Engel erschaffen hat und der Engel ist ohne Schuld gefallen, weil er es nicht wissen kann. Er weiß es heute noch nicht, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Er hält sich für Gott. Aber weil er ein Klon ist, kann er ja nicht anders denken. Und der Mensch oder die Menschheit hat eine Aufgabe, nämlich diesen gefallenen Engel zu suchen und wieder zurückzuführen zu Gott. Und das geht nur nach einem gewissen philosophischen Verständnis, indem man ihm einen Tempel baut, damit er geruht, in diesem Tempel Platz zu nehmen. Und wenn er in diesem Tempel sitzt, dann liest er wie in einem Buch. Und dann muss er akzeptieren, dass er nicht aus sich selbst entstanden ist oder immer gewesen ist, sondern dass er ein geschaffenes Wesen ist. Und wenn er das weiß, dass er geschaffen ist, dann erinnert er sich. Das hat mal unser Bundespräsident gesagt, das Geheimnis ist die Erinnerung. Und das ist auch das Geheimnis für dieses luziferische Prinzip. In dem Moment, wo das luziferische Prinzip sich erinnern kann an seinen eigenen Schöpfer, an seinen Vater, dann kommt er zurück. Und dann wäre die Ordnung im Geisterreich wiederhergestellt und dann haben wir das, was alle Religionen anstreben, was im Neuen Testament in der Offenbarung angedeutet ist mit dem himmlischen Jerusalem oder was bei den Indern das Nirvana ist. Ich weiß nicht, was das bei den Ägyptern wäre, die völlige Auflösung, die völlige Harmonie, die ist dann wiederhergestellt. Aber die können wir nur herstellen, wenn wir diesen Pol
diesen einen Pol der Gesamtheit wieder zurück in die Harmonie bringen können. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir sind nämlich kurz vor dem Ende des Bandes und auch der Sendung. Der Logenraum, der Tempelraum, symbolisierte den Tempel Salomon. Es geht in der Freimaurerei um den Salomonischen Tempel. Und nach der Beschreibung in der Bibel, im Buch der Chronik, im Buch der Könige, steht, dass vor diesem Tempel zwei Säulen standen. Und die eine Säule hieß Jakin und die andere Säule hieß Boas. Und die standen frei vor dem Tempel, es waren keine tragenden Säulen. Und die Freimaurerei symbolisiert diese beiden Säulen. Die eine Säule gehört dem Lehrling, die andere gehört dem Gesellen. Und nur der Meister kennt alle beide, beziehungsweise der Geselle auch schon. Und dann taucht die Frage auf, wenn die Freimaurerloge den Salomonischen Tempel darstellen soll, was man vordergründig meint, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Säulen in der Freimaurerloge falsch stehen. In der Bibel steht, und rechts stand Jakin und links stand Boas. Jetzt kommt man in die Freimaurerloge, das ist genau umgekehrt. Das heißt, der Initiant geht ja zum Meister vom Stuhl, der nach offizieller Lehrmeinung in der Maurerei Gott darstellt. Richtig. Das heißt, wenn es aber diese beiden Säulen verdreht herum sind, stellt sich die Frage, wer ist dann derjenige, der auf dem Stuhl sitzt? Das ist gut beobachtet. Und einen Winkel trägt, der sogenannte Winkelmann. Ja, also der Meister vom Stuhl trägt einen Winkel. Das ist der Winkeltragende. Und alle Beamten in der Freimaurerei, die einen Winkel tragen, die sind was ganz Besonderes, die sogenannten Winkeltragenden. Und in der Freimaurerloge ist es der Meister. Aber man sagt doch, im rechten Winkel steckt der Teufel. Ist das so? Ja, wenn es so wäre, dann wäre ja der Stuhlmeister der Teufel. Wenn die Freimaurer denken, da vorne sitzt der Vertreter Gottes, Jesus Christus oder sonst was, ist das ja schön. Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, da vorne sitzt im Grunde genommen der Teufel, dann beten wir ja den Teufel an. Kann es sein, dass dies eines der höchsten Geheimnisse ist? Es ist kein Geheimnis, es ist aber durchaus eine Erkenntnis, die hochinteressant ist. Sagen wir mal so, wenn wir die Säulen richtig einordnen und den Tempel Salomos darstellen, dann wäre der Meister vom Stuhl, der vorsitzende Meister, der Mann mit dem Winkel, nicht der Gott, der im Allerheiligsten ist, dann wäre dieser Platz im Osten, der Altar im Osten, kein heiliger Platz, sondern der Sitz des Teufels. Dann wäre das der Sitz Luzifers, weil das Geheimnis, das Heilige, wäre ja hinter uns. Und so ist jede Kirche aufgebaut, die christliche Kirche ist auch so aufgebaut. Sie wissen es nicht. Dann müssten ja die Priester und Pastoren im Grunde darüber informiert sein. Oder kann man davon ausgehen, dass sie diese Erkenntnis nicht mehr haben und eigentlich als Diener unwissend handeln? Das wäre schlimm. Es wäre schlimm, wenn die Priesterschaft in der Kirche nicht wüsste, was sie macht. Und das wollen wir ihr gewiss nicht unterstellen. Das will ich auch nicht, aber ich denke zum Beispiel an die Taufe. Die Taufe, die wird ja heute in der Kirche praktiziert und ich bin mir recht sicher, dass das eigentlich ursprünglich nicht so war. Nein, man kann in der Kirche nicht taufen. Und wenn man heutzutage Taufbecken sieht, die neben dem Altar stehen, im Osten in der Vierung oder sonst was, es ist völlig undenkbar für einen echten Christen, dass an dieser Stelle getauft wird. Die Taufe ist ein Mysterium und bei den Katholiken ein Sakrament. Und dieses Sakrament beinhaltet das Sterben des Täuflings. Das heißt, das Baptisterium war früher vor einer Kirche, oder es muss zumindest im Westen, also im Eingang, im westlichen Eingang einer Kirche, wird man getauft, dann stirbt man den alten Menschen ab, und dann wird man ein neuer Mensch, symbolisiert durch das Taufkleid. Man bekommt einen neuen Körper, man ist ein neuer Mensch, und dieser neue Mensch, dieser neugeborene Christenmensch, der ist berechtigt, diese Kirche zu betreten. Niemand, der nicht Christ ist, kann eine christliche Kirche betreten. Das heißt, wenn ein Nicht-Christ dieses Gebäude betritt, dann sieht er ein Gebäude, einen Haufen von angeordneten Steinen, die für ihn nicht wirken. Aber für den Christen ist die Kirche eine Möglichkeit,
sich während der Liturgie zu transzendieren. Aber wie, ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Wie kam es nun dazu oder wodurch kam es, dass man heute in der Kirche tauft? Man hat es, wenn wir der Priesterschaft nicht unterstellen, dass sie es verloren hat oder dass sie dumm ist, dann betrügt sie den Menschen. Dann macht sie ein leeres Ritual. Dann besteht die Liturgie aus Worthülsen und das ganze Ritual ist wirkungslos. Es ist eine Vorstellung, Entertainment oder sonst was für gemästete Bäuche. Es wirkt nicht mehr. Und darunter leidet die Menschheit, weil die Kirche, der Ort, das Gotteshaus nicht mehr mit Göttlichkeit erfüllt wird. Der Priester muss in der Lage sein, ein luminoses Ereignis während der Liturgie hervorzurufen, damit der Mensch sich während der Liturgie transzendieren kann, dass er gesund wird an Körper, Leib und Seele. Denn früher wurden die Menschen gesund in den Kirchen, auch körperlich. Und Jesus hat Menschen gesund gemacht. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat zu dem Lahmen gesagt, nimm dein Bett und geh weg. Er hat sie gesund gemacht. Und er hat gesagt, es ist viel einfacher, zu dir zu sagen, nimm dein Bett und wandle. Das heißt, zu dem Lahmen, jetzt geh einfach weg. Ich mache deinen Körper wieder gesund, als zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist viel schwieriger. Die Kirche sagt, ach ja, deine Sünden sind dir vergeben, wie auch immer. Muss ein bisschen was bezahlen oder sonst was. Aber die Priesterschaft ist nicht mehr in der Lage, den Körper gesund zu machen. Wenn es aber nach Aussage von Jesus Christus viel einfacher ist, den Körper zu reparieren als die Seele, dann muss es doch ein leichtes sein für einen Priester, auch einen Körper zu reparieren. Aber wie entscheidend der Tempel ist, besagt ja auch die Aussage, der Körper ist der Tempel der Seele. So, das heißt, wenn der Körper krank ist, dann kann auch in einem kranken Körper ja quasi keine gesunde Seele schwingen, sage ich jetzt mal. Das kann man ja auch übertragen auf den Tempel Kirche, heutige Kirche. Das heißt, die Menschen, die sich in diesen Tempel begeben und eins werden mit diesem Tempel, wie schwingen die heute? Wie können die schwingen? Wenn die Menschen, wenn sie wissen, wenn sie nicht dumm gehalten werden, können Sie darin schwingen, wenn Sie wissen, wie diese Kirche funktioniert. Und wir hatten ja eben schon mit der Freimaurerloge gesagt, da vorne sitzt eventuell der Luzifer. Der Winkelmann. Der symbolisiert wird durch den Winkel, den er um den Hals trägt. Und wenn der Freimaurerbruder der Meinung ist, da vorne sitzt das Symbol Gottes und in Wirklichkeit sitzt da der Luzifer, dann betet er oder verehrt er den Luzifer, ohne es zu wissen. Im Rückschluss sagen wir jetzt an die Kirche, ist ja genauso aufgebaut. Man bekommt in die Kirche, ins Westwerk, in den Eingang. Durchs Paradies? Das ist das, richtig, das ist das Paradies. Und da geht man einfach so durch, dass man da nicht noch seine Garderobe abgibt, ist ja alles. Dann begibt man sich durch die Kirche, durch das Mittelschiff und im Glanz und Gold im Osten ist der Altar. Das heißt, man befindet sich ja dann, wenn man das Paradies verlassen hat, im Totenreich. Was bedeutet das energetisch? Du befindest dich östlich von Eden. Als Gott die Welt erschaffen hatte, war der Mensch im Paradies. Dann musste er das Paradies verlassen, weil er schuldig geworden ist. Und sie lagerten östlich von Eden. Das heißt, Eden, das Paradies, war hinter ihnen im Westen. Wenn ich eine Kirche betrete, gehe ich durchs Paradies. Und immer weiter nach Osten, weil da der prunkvolle Altar ist. Kann ja nicht sein. Der Osten kann ja nicht das Heiligtum sein, wenn ich es gerade verlassen habe. Wenn das Heilige, wenn das Paradies, das Allerheiligste im Westen ist und ich entferne mich immer weiter in Richtung Osten, werde ich vom Westen weggelockt. Ich werde vom Paradies weggelockt an eine Stelle, die zwar mit Gold glänzt und hell ist und prunkvoll ist, scheint aber die falsche Stelle zu sein. Das ist interessant, du hast da vorhin Jesus erwähnt. Wir kennen den Begriff des Lamm Gottes. Es gibt auch die Terminologie des himmlischen Jerusalems. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, am Ende des Neuen Testamentes steht die Offenbarung Johannes. Also Johannes der Evangelist hat auf Patmos eine Erscheinung. Da ist Jesus ihm erschienen und hat zu ihm gesagt,
höre zu und schreibe auf, was ich dir erzähle, was ich von meinem Vater habe. Und dann berichtet Jesus über ein Ereignis, was auf Himmel und Erde geschehen wird, die sogenannte Offenbarung, die Apokalypse. Die Freimaurerei ist der Meinung, dass sie die reine Lehre Jesu Christi vertritt. 90%, behaupte ich einfach mal, der Freimaurer sucht die reine Lehre Jesu Christi in der Bergpredigt oder sonst was, wo die Seligsprechungen sind, wo man sich moralisch, ethisch normal ordentlich verhält, wo man einfach ein guter Mensch ist. Alles in Ordnung. Müssen wir akzeptieren, so müssen wir uns entwickeln. Die reine Lehre Jesu Christi ist aber ganz eindeutig an der Stelle, wo Jesus persönlich in der Vision sagt, nimm dein Buch, schreibe auf, was ich dir erzähle. Und dann kommt die Apokalypse. Dann erzählt er von einem Engel, der zwischen sieben Leuchtern steht und sieben Sterne in der Hand hat. Und ein Schwert geht aus seinem Mund hervor. Nun erzählt er von vielen Plagen, was der Menschheit passiert und von der Schlange und von dem Drachen und dass der böse Drache die Menschen beherrscht und die Jungfrau mit dem Kind verfolgt und so weiter und dass der Drache besiegt wird, dass er für 1000 Jahre gebunden wird, aber dann wieder freigelassen werden muss und dann kommt es zur Endschlacht, Harmagedon, wo George Bush so gerne darauf hinweist, dass Harmagedon ja jetzt kommt, die endgültige Schlacht zwischen Gut und Böse. Und dann herrscht das Lamm Gottes. Ja, und Gewinner dieser Schlacht ist das Lamm Gottes. Wie könnte man das symbolisieren, das Lamm Gottes? Denn das Lamm ist ja auch, es wird immer so dargestellt, dass das Lamm Gottes eben Jesus ist. Der lässt sich schlachten und so weiter, der opfert sich. In der Apokalypse steht das aber ganz anders. Da steht nicht, das Lamm Gottes liegt auf dem Altar, wird geopfert. Nein, das Lamm Gottes steht auf dem Berg Zion. Und alle diejenigen, die nicht gezeichnet sind mit dem Namen des Lammes und dem Namen des Vaters, die werden vernichtet. Millionen und Millionen und sonst was. Und nachdem dieses Lamm die Schlacht gewonnen hat, wird das Lamm der Herr der Welt. Denn dieses himmlische Jerusalem ist nicht im Himmel. Das heißt, der erlöste Mensch schwebt nicht auf in den Himmel, sondern das himmlische Jerusalem kommt herunter auf die Erde, unter der Herrschaft des Lammes. Und das Lamm wird der Herr der Welt. Aber das Lamm hat auch Hörner. Ja, ein Lamm hat zwei Hörner und gespaltene Hufe. Sind wir wieder an derselben Stelle wie vorher? Hat sich im Grunde genommen nichts geändert? Denn dieses Lamm ist der gnadenlose Richter, der Millionen von Menschen schlachten lässt. Und alles, was nicht gezeichnet ist mit diesem Namen, nur die 144.000 und so weiter, und der Rest wird vernichtet. Kleine Kinder, sonst was, passt nicht zu Jesus, überhaupt nicht. Und wenn es so wäre, könnte man sagen, Jesus Christus wird am Ende siegen und Gott Vater schickt seinen Sohn auf die Erde und alles ist schön. Es steht aber, das Lamm übernimmt die Herrschaft. Und das Lamm Gottes, nicht was die Sünde der Welt trägt oder im Jesaja, was für die Sünden der Menschen geschlachtet wird. Nein, es wird ja nicht geschlachtet. Es ist ja der Richter. Es ist ja der Sieger. Und es steht ja Agnus Dei, Gitolit Peccata Mundi. Das heißt, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das trägt nicht die Sünde der Welt. Es nimmt die Sünde weg, weil es die Sünde gar nicht gibt. Diese Sünde, diese angebliche Sünde, die mal passiert ist, diese Schuld, Adam und Eva, ist das wirklich eine Schuld? Bevor sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, wussten sie nicht, was gut und böse ist. Sie konnten nicht schuldig werden. Wer hat denn diese Schuld konstruiert, die gar nicht da ist? Wer hat denn die Sünde konstruiert, die es gar nicht gibt? Damit kann man die Menschen gut in Schach halten. Und dann kommt der Erlöser und sagt, ich nehme die Sünde der Welt hinweg. Und dann wird er so abgeschwächt und sagt, ja, der die Sünde der Welt trägt, er nimmt sie auf sich. Nein, er nimmt sie weg, er klärt den Menschen auf und sagt, seid doch nicht so blöde und haltet euch für schuldig, wo ihr gar nicht schuldig seid. Also Unwissenheit, man könnte also sagen, man sagt ja, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, eigentlich müsste man ja sagen, und der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde.
Sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Was ich eben sagte, Gott hat sich selbst erschaffen und in diesem Bild hat er den Menschen geschaffen nach einer ganz klaren Vorstellung. Denn der Mensch ist ja nicht wie Gott. Gott ist für den Menschen in Ewigkeit unerfassbar. Wir können ihn nicht erfassen. Also wir können das, was wir vom Göttlichen erfassen können, wir können viel Göttliches erfassen in seinem Wesen, in seinen Eigenschaften, aber das ist nicht der Gott, der im Urprinzip hinter allem steht, sondern der werkstellende Baumeister. Das ist ja immer die Schwierigkeit, dass die Menschen versuchen ja immer zu erklären, was Gott ist, aber eigentlich kann man nur erklären, was Gott nicht ist. Doch, wir müssen erkennen, was Gott ist. Wenn wir was erreichen wollen, wenn wir was bewirken wollen, müssen wir erkennen, was Gott ist, nämlich dieser schöpferische Gott. Und dann sagen die Freimaurer, das, was wir unter Gott verstehen, es kann nur Freimaurer werden, wer einen schöpferischen Gott anerkennt. Und die humane Freimaurerei sagt, Supreme Being. Was nicht bestimmt, kein Name, nichts, es ist einfach ein höheres Wesen, was die Welt erschaffen hat. Einen Demiurgos, einen Architekten, einen dreifach großen Baumeister, ein Gott, der mit Materie arbeiten kann nicht dieser Urgeist sein. Der Urgeist kann nicht mit Materie arbeiten. Eine Gottheit, ein göttliches Prinzip, was in der Lage ist, zwischen Geist und Materie zu vermitteln, was mit Materie arbeiten kann, ist der Gott, der Herr, der Fürst über der Materie, der Herr der Welt. Der Herr der Welt, den müssen wir kennen, den müssen wir verehren in seiner Machtausübung. Aber wir dürfen ihn nicht anbeten. Das ist der entscheidende Punkt. Und da ist der entscheidende Punkt und der entscheidende Fehler. Und wenn eine Priesterschaft einen großen Teil der Menschheit dazu bringt, eine schöpferisch tätige Gottheit anzubeten und sich zu unterwerfen, dann unterwirft sich die Menschheit der Materie und nicht dem Geist. Und die Materie ist durchaus in der Lage, den Geist zu besiegen. Und das sollte nicht passieren, das macht uns unfrei, aber das zu erkennen ist ein ganz langer Weg und die Freimaurerei ist eine Möglichkeit, das zu erkennen, nicht die einzige. Ja, das ist eigentlich ein... Eine Frage hätte ich noch, gerne. Für unsere Zuschauer. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Also ich erfahre jetzt, Luzifer existiert, er ist der Herr der Welt. Was bedeutet das für einen Menschen persönlich? Was kann er tun? Muss ich jetzt Angst haben davor? Muss ich mir nur bewusst sein? Ist er der große Prüfengel, der mich herausfordert, an dem ich geschliffen werde? Ja, in gewisser Weise ja, solange du ihn nicht erkennst. Ich will das mal, das Beispiel Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen war eine Macht, ein Zwerg, ein Zauberer oder was auch immer, auf jeden Fall eine Macht, die in der Lage war, Gold zu schaffen. Und hat auch Gold herangeschafft. Und dafür musste die Königstochter etwas bezahlen. Sie musste mit ihrem eigenen Kind bezahlen. Auf der einen Seite hat sie Materie, Gold in Hülle und Fülle. Und auf der anderen Seite musste irgendwann dieser materielle Reichtum auch abgegolten werden, dieser Macht gegenüber. Ist der Pakt mit dem Zwerg. Es sei denn, sie kriegt den Namen raus. Sie kennt das Wort. Wenn sie das Wort kennt, wenn sie den Namen kennt, braucht sie nicht bezahlen. Denn dann hat sie Macht über diese Macht. Und in dem Moment, wo sie wusste, du heißt Rumpelstilzchen, da hatte er verloren. Sie hat ihn beim Namen genannt, sie hat das materielle, das Prinzip, was hinter der Materie steht, hat sie erkannt, hat es beim Namen genannt und damit hatte die Materie keine Macht mehr über sie, sondern sie hatte Macht über die Materie. Und wenn wir diese Macht, Luzifer, bei seinem Namen nennen, dann sind wir Herr über Luzifer, Herr über die Materie. Damit kann die Materie uns nicht mehr zwingen zu Dingen, die wir nicht wollen. Wir lassen uns nicht mehr neigen. Und die Freimaurerei sagt, ein Freimaurer ist ein freier Mann, der seine Neigung überwindet und seine Begierden mäßigt.
Jetzt ist es schwer, in diesem Zusammenhang Neigung und Begierde auseinanderzuhalten. Gefühlsmäßig ist das alles beides so etwas Triebhaftes. Kann aber nicht sein, weil es nebeneinander in einem Satz steht. Das heißt, die Begierden kann man nur mäßigen. Sie sind Teil der materiellen Macht, der sich der Mensch unterwerfen muss, weil der Körper nun mal materiell ist. Und der Körper ist das Gefäß der Seele und das Fahrzeug des Menschen. Der Mensch selbst ist ganz im Inneren verborgen. Und um sich zu befreien aus diesem materiellen Gefängnis, um klar denken zu können und über der Materie zu stehen, muss er die Neigungen überwinden. Und Neigungen kommen vom Außen, die den Menschen geistig, charakterlich, auf der Gefühlsebene zu irgendetwas hindrängen, neigen, nicht zwingen. Also man könnte auch sagen, den Winkel neigen. Ja, geht auch. Ich stelle fest, wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Das sind alle spannende Geschichten. Mein Rat an die Zuschauer, bitte recherchiert selber, forscht nach, nichts über den Kamm scheren. Es ist ein langer Prozess. Wir haben viele Jahre, Jahrzehnte geforscht, gesucht. Man soll nicht zu voreilig etwas umsetzen oder aufgrund zu einer Erkenntnis mit Luzifer jetzt zu einer spontanen Tat greifen. Immer nachdenken, immer forschen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass wir ein weiteres Gespräch führen können. Und bedanke mich recht herzlich, Wolfgang. Vielen Dank. Gerne.